Bismillahirrahmanirrahim. Salam, liebe Kinder. Hier ist der Stammbaum von Prophet Muhammad alaihi salam. Die wichtigste Person war der Großvater Abdel Muttalib. Abdel Muttalib hatte wichtige Aufgaben in Mekka. Er gab allen Besucher der Kaaba Unterkunft und Wasser. Er war der Oberhaupt der Familie Hashim. Abdel Muttalib hatte viele Söhne. Zwei von denen hießen Abdullah und Abu Talib. Abdullah heiratete Amina und Abu Talib heiratete Fatima bint Asad. Abu Talib hatte mehrere Söhne. Eines davon war Imam Ali alaihi salam. Und Abdullah und Amina bekamen einen einzigen Sohn namens Prophet Muhammad. Leider, Abdullah starb vor der Geburt. Imam Ali und Prophet Muhammad sind Cousins. Der Prophet Muhammad heiratete Khadija und bekam ein Kind namens Fatima. Abdel Muttalib ist der Großvater von Prophet Muhammad. Und Abu Talib ist der Onkel von Prophet Muhammad. Abdullah ist der Vater von Prophet Muhammad. Und Amina ist die Mutter von Prophet Muhammad. Also, liebe Kinder, was ist der Vater von Prophet Muhammad? Gut. Der Vater von Prophet Muhammad ist Abdullah. Und wer ist die Mutter von Prophet Muhammad? Mashallah. Ja, genau, die Mutter Amina. Und wer ist der Großvater von Prophet Muhammad? Ja, auch gut. Der Großvater von Prophet Muhammad ist Abdul Muttalib. Abu Talib, der Onkel von Prophet Muhammad, heiratete Fatima bint Asad. Die bekam mehrere Söhne, eines davon Imam Ali. Also, liebe Kinder, hier sind die wichtigen Familienmitglieder des Prophet Muhammad alaihi salam. Ich hoffe, ihr bastelt diesen Stammbaum nach. Viel Spaß!